Meine Gerne. So, und los geht's. Alle mal aufmerksam, nur die Teilnehmer, die gleich trainieren, aber auch die Eltern. Erstmal darf ich Sie ganz herzlich begrüßen, dass ihr so zahlreich hier seid, dass die Eltern das geschafft haben, beziehungsweise einige Teams aus Hillegossen, hier von TuS Brava. Herzlichen Dank dafür. Gerne möchte ich euch etwas vorstellen, wer wir überhaupt sind. Das ist die SFA, das ist die Abkürzung für Soccer Förderakademie. Und das wollen wir auch. Wir wollen fördern. Mit neuen technischen Sachen, mit innovatives Training. Der eine oder andere hat es bestimmt im Fernsehen gesehen. Und jetzt könnt ihr es hier live erleben. Ich will euch nicht sehr viel erzählen, weil ihr könnt es gleich live erleben. Was für die Eltern wichtig ist, wir haben sehr viele Trainingsmethoden. Und einer, ihr habt es eben schon gesehen. Wir werden spielen mit Augenklappen. Wir werden unter anderem zum Einsatz bringen. Kennt ihr jemand? Eine Brille? Ohne Gläser? Wo man nicht nach unten gucken kann. Verhilft. Besseres Gefühl. Am Fuß zu kriegen mit dem Ball. Das Problem kennen viele von euch. Immer nach unten gucken und oben ist nichts los. Oben ist nichts los. Unter anderem. Spider-Man, genau. Wenn wir auch trainieren. Du machst jetzt nicht dafür da, dass es schlechte Luft hier ist. Die ist gut, die Luft. Wir simulieren hier Höhenluft. Und ihr wisst oder solltet wissen, in der Höhe wird die Atmung schwieriger. Das heißt automatisch sucht der Körper sich oder die Lunge neue Atemtechniken. Was wiederum heißt, erhöhte Blutkörperchen, rote, was wiederum für euch als Fußballer bessere Kondition. Ab ein gewisses Alter kommt das in Einsatz. Eure Schnelligkeit haben wir gedacht. Laufen mit dem Fallschirm. Widerstand, da werdet ihr schneller. Kommt auch bei uns im Einsatz. Ein kleines Equipment, Würzburi von unseren Sachen. Bänder. Auch für die Schnelligkeit. Ist ja nicht schwer. Ich komme mal hier weg. Wie viele Sprints ihr in der Sekunde, in der Minute hingelegt habt, das kann ich alles ablesen. Oder wir können es alle ablesen. Die bei uns anmelden, bei uns trainieren. Wir wollen es so transparent wie möglich halten. Für die Teilnehmer, für die Eltern, natürlich für uns auch. Was machen wir hier? Jeder bekommt eine personalisierte Karte von uns. Mit Foto und Name. Und auf der Rückseite
haben wir im Quartal die Tests, die wir durchführen. Schnelligkeit, Schussstärke, ein Cooper-Test wird gemacht und ein Shuttle-Run-Test. Zeigen wir euch gleich nach dem Training in kurzen Abschnitten. Das sind wir mit der SFH, mit der Technik zusammen. Jahrelang Bundesligaspieler, wer nicht kennt. Was hattest du? Fast 300? Fast 300 Spiele. In der ersten und der zweiten Liga. Die SFH macht George Manolis, das bin ich, mit Delta Schnier. Fürs heutige Programm möchte ich auch gerne die Trainer vorstellen. Der Georgi Tasikas, Kollege von mir. Ich war jahrelang bei Real Madrid mit Georgi zusammen in der Fußballakademie. Bundesweit und Westeuropa. Unter anderem auch U19 oder 17 war das Bundesliga. Saki Azual, auch unser Trainer. Oberligaspieler, U17. Bundesligaspieler bei Arminia Bielefeld. Wir werden euch heute betreuen. Wir werden nicht lang machen. Es soll ja Abschnitte sein, was wir überhaupt machen hier beim Training. Ungefähr 10 Minuten Training in Station. Wir haben 5 Stationen aufgebaut. Nach dem Training werden wir uns alle wieder versammeln. Und dann zeigen wir euch unsere technischen Sachen. Unter anderem, ihr habt es eben schon gesehen. Anstatt Leibchen benutzen wir Lichter. Umschaltspiel, Richtungswechsel, wobei die Tore auch markiert sind. Rechts abbiegen muss schon. Werden wir gleich auch ausprobieren. Okay, seid ihr bereit? Ja. Alle Teilnehmer, die mitmachen wollen, treffen sich am Mittelkreis. Gut, trainieren wir. So, und das Training geht jetzt gleich los. Das sind alle Teilnehmer für heute. Natürlich wird nach Alter eingestuft hier. Vorne sind die, weiß ich nicht, 14- bis 16-Jährigen, hinten sind die 9- bis 10-Jährigen, die stehen daneben, also in der Mitte daneben stehen noch Ältere und die Kleinen kommen jetzt, die unter 9. Detlef übernimmt hinten die Großen. George macht Kontrolle. Ein Trainer da hinten übernimmt die Kleinen von 8 bis 10. Einer übernimmt die, weiß ich nicht welches Alter. So, das sind die ganz Großen. Und Detlef hat die 14- bis 16-Jährigen, denke ich. Mit der Trainerin von Hillegossen. So wie es aussieht.